Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis Erweiterungs Expansion Pack. Wie man früher gesagt hat, heute sagt man irgendwie DLC, langweilig. Expansion Pack klingt besser. Aber früher konnte man die Sachen auch nicht einfach so runterladen, im Normalfall. Hier haben wir ein paar Rehe und ein Skelett. Vielleicht gibt es ja hier sogar noch eine Schatzsuche oder so. Vielleicht ist hier drinnen wieder irgend so ein fehlendes Teil von... von einer Rüstung oder von einer Hexerrüstung. Ist aber gerade ziemlich viel Schaden. Was ist denn da los? Ach, wenn die sterben, sondern die so ein Gift ab und das vergiftet einen, alles klar. Jetzt habe ich's. Neue Markierung, Monsternest. Vielleicht muss ich da nochmal zurück und habe das andere nicht fertig gemacht. Wo bin ich denn jetzt? Ja, jetzt bin ich eben schon beim nächsten. Hier, das hätte ich erst noch klären müssen. Sehr komisch. Oder vielleicht wird dieses Monsterlager auch geklärt, wenn ich das Monsternest kläre. Werden wir ja gleich sehen. Problem ist natürlich, dass ich wieder komplett vergiftet bin und ich Idiot vielleicht mal hätte vorher goldener, Quatsch, weißer Honig nehmen sollen. Oder jetzt auf jeden Fall wieder ein schwierigerer Kampf. Ich komm nicht weg, 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 ich komm nicht weg. Jetzt. Scheiße. Ich komm nicht mehr hier raus, wie es aussieht. Ja, ich sehe halt nicht. Ich versuche halt gerade nicht zu kämpfen, weil ich eh nichts sehe. Ich glaube, wir müssen noch mal laden, weil ich bin komplett vergiftet. Ich schaffe nicht mehr, mich zu heilen. Ja, es war eigentlich absolut klar, dass es darauf hinausläuft, dass ich jetzt sterbe, weil komplett vergiftet, wenig Energie. Ich konnte mich nur noch über Essen heilen und habe aber gleichzeitig Energie verloren durch die hohe Vergiftung und habe nichts mehr gesehen, konnte aber auch gleichzeitig keine Katze mehr nehmen, weil die Katze halt wieder für Vergiftung sorgt und wenn man so sehr vergiftet ist, dann kann Geralt nicht noch mehr Tränke trinken, weil dann wird er wahrscheinlich sterben und er bringt sich nicht selber um. Ja, sehr merkwürdiger Kampf und es ist halt auch wieder so ein Kessel, weil man kommt nicht mehr raus, weil... Das finde ich ein bisschen blöd, aber die Programmierer haben sich gedacht, wenn man in der Kampfanimation ist, dann kann Geralt nicht mehr klettern. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es deswegen gemacht, damit man eben in solchen Situationen ist, wo man nicht mehr raus kann, weil Geralt nicht aus der Kampfsequenz rausgeht und gleichzeitig dann halt nicht mehr klettern kann. Das ist halt totaler Schwachsinn, verstehe ich nicht. Müssen sie anders lösen, bin ich der Meinung. Weil das war halt bei Witcher 2 eigentlich auch, ich weiß gar nicht, wie es bei Witcher 1 war, aber bei Witcher 2 war es halt auch so ein großer Kritikpunkt der Spieler. Klar, das Spiel war geil, aber jetzt haben sich halt manche darüber aufgeregt, dass Geralt halt nicht klettern konnte, nicht springen konnte, außer glaube ich an Orten, wo es dafür halt vorgesehen war. Manchmal gab es halt so Situationen, wo so eine kleine Anhebung war im Boden und da ist er nicht drüber gegangen, weil er halt nicht geklettert hat oder so. Also das war halt merkwürdig. So, jetzt haben sie halt hier sowas Ähnliches wieder gemacht, was halt schade ist. Haben wir keine Bolzen drin? Haben wir noch Bolzen, spezielle? Was sehe ich denn das? Ist das ein normales Inventar drin? Ja. Was sind das für welche? Präzisionsbolzen, okay. Der weiße Honig. Jetzt müssen wir logischerweise wieder Katze nehmen. Und es wäre ganz geil, wenn wir es schaffen würden, uns nicht direkt wieder zu vergiften. Verlängert Wirkdauer, Gifte heilen, statt Schaden zu bewirken. Gifte heilen, statt Schaden zu bewirken. Oh, vielleicht sollte ich das nehmen. Das klingt irgendwie ganz sexy. Vergiftet uns zwar auch, aber wenn die uns jetzt vergiften, müssen uns das ja heilen. Das wäre ziemlich geil. Verbesserte Katze brauchen wir auf jeden Fall. Der Rest passt. Bin hier mal gespannt, ob wir uns heilen, wenn wir einen umbringen und ihn vergiften.
Nimm noch mal deine Waffe, danke. Scheiße, jetzt sind wir wieder vergiftet und ich sehe nicht, dass mich das heilt, verdammt nochmal, es zieht ab! Es heilt überhaupt nicht! Verstehe ich nicht! Oh, ich glaube, den Kampf müssen wir mit Irden, mit Quen spielen, weil... Guck dich das an, ich bin schon wieder komplett vergiftet! Dieser scheiß goldene Pyrol hat überhaupt gar nichts gebracht! Kann eigentlich nur wieder mit weißer Honig. Oh, das ist zum Kotzen. Nee, Katze brauche ich dann ja auch direkt wieder. Oh. Nehmen wir erstmal Schwalbe weg. Und schon wieder sind wir fast komplett vergiftet. Das ist so lächerlich. Keine Ahnung, was die machen, aber die machen irgendwas Beschissenes mit uns. Ah, ich glaube, ich schaffe es trotzdem. So, schwierigste Gegner ist platt. Kommen die kleinen Spastis noch dran, die kleinen Hampelmänner. Ah, nice. Oh, da ist noch einer. Ach nee, das ist nur so eine... Ein Fehler oben rechts, hier ist gar niemand mehr. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob dieses eine Monsterlager jetzt auch... Die Kimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Bin mal gespannt, ob das andere jetzt auch verschwindet, oder... So, Herzogswächterhandschuh, Eid in Schriftform. Ich wusste, dass hier noch irgendwas anderes drin ist. Ich nehme einfach alles mit. Ich, Arbi Royer, im Wappen der Lärche, ich denke mal im Wappen der Lärche, schwöre hiermit feierlich die Bestien in den Höhlen des Marquesenwalds mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben, bei meiner Ehre. Ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keiner Tricksereien bedienen, sondern tapfer und mit offenem Visier kämpfen. Ich bekräftige meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von 7 Zeugen. Aubin Royer vom Lärchenwappen. Kann es sein, dass die 7 Zeugen hier diese Gegner gerade waren? Ich weiß nicht, ob 7 waren. Ich glaube nicht. Und wir haben irgendein Schema eingesammelt. So, die ganzen Überreste brauchen wir nicht. Okay, ist das andere jetzt auch weg? Ja, also es ist wirklich so. Krass. Nice. Auch ausgegraut. Ja, als nächstes müssen wir hier hin. Aber ich glaube, hier gab es 2 Ausgänge. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, oder? Nee, von hier sind wir nicht gekommen, oder? Gibt's nur einen? Nee, hier gibt's noch einen Eingang. Von hier sind wir gekommen. Nee, von hier sind wir auch nicht gekommen. Hä? Aber hier war noch eine Erzader. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Oder habe ich die einfach übersehen gehabt? Hä? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Erzader hier gepflückt habe. Ne, ich war hier noch nicht. Was ist denn hier los? Oder war ich hier schon? Ja doch, hier war ich doch. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Bitte Fackel rausholen. Vielen Dank. Ich muss einfach wissen, ob ich von hier gekommen bin. War der Gang so lang? Ja, ich bin von hier gekommen, aber war der Gang denn so lang? Hier, die Erzader habe ich geerntet, aber die andere noch nicht. Oh Gott, ich bin total verwirrt. Und warum war denn da noch ein Skelett, was ich beim Hinweg nicht gesehen habe? Und ich bin mir zu 99% sicher, dass ich die Erzader hier nicht geerntet habe. Und die ist trotzdem leer. So, jetzt gehen wir aber logischerweise den anderen Weg lang. Um die Sachen zu finden, die da noch sind. Wenn ich hier nicht überall hängen bleiben würde.
Totes Pferd, verwesenes Fleisch. Und das ist er, ist er ja trotzdem noch der Geralt. Was soll's? Scheiß drauf. Kommen wir hier auch raus, oder? Aber bitte sage jetzt nicht, das ist hier ein Dead End, oder? Da ist doch ein Loch, ich sehe es doch, dass es hier rausgeht. Das ist aber eine sehr komplizierte... Ah, die Fackel weg. Fackel weg. Fackel weg. Na, also. Sehr komplizierte Kletterpartie. Und er nimmt sie natürlich trotzdem wieder in die Hand, nachdem wir hochgeklettert sind. Sehr interessant. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Vielen Dank. Brauchen die Fackel nicht mehr. Mäusel, nimm sie doch mal weg. Nimm sie weg. Na, also. Okay, diesmal können wir auch Plötze rufen. Oh, da muss natürlich wieder hinten auftauchen. So, Plötze, nachdem ich dieses unterirdische Tunnelsystem ausgeräuchert habe, auf zum nächsten. Kommen wir doch ein bisschen voran. Also wir schaffen ein paar Fragezeichen in der Folge. Sehr schön. Ist es wahr, dass die Bauern ihre Kühe heute selbst? Ich bin immer noch sicher, dass ich auf C abgestiegen bin sonst. Sehr merkwürdig. Monsterbefall schon wieder. Ist denn überall das gleiche jetzt oder was? Weil es gehört halt alles noch zur. Ja, es gehört alles noch zur gleichen Brut, wie man sieht. Ach, das ist hier nur so ein kleines Zwischenlager. Deswegen auch nur wieder 30 kleine Arbeiter, die nicht wirklich Stress machen. So. Wegbomben! Kikimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Okay. War's das jetzt oder gibt's noch mehr Monster befallen? Ich glaube, das war das Gebiet hier. Bin ich überhaupt so gelaufen, wie ich das wollte? Weil ich glaube, ich wollte anders laufen, oder? Ich wollte doch... Ach nee, Quatsch. Und jetzt wollte ich hier lang. Nee, passt. Passt, passt. Moment, hier daneben ist auch nochmal... ein ziemlich krasser... Ruine. Da gehen wir auch mal mit hin. Das liegt ja eh auf dem Weg. Oder quasi daneben. Ist auch nicht wirklich weit weg. Können wir hinlaufen. Plötze, unser Pferd, unser liebes, tolles Pferd, wird hier sowieso wieder an jedem Baum hängen bleiben oder an diesem komischen Pfahl zählen. Was ist denn die Mehrzahl von... Gestern ist mir aufgefallen, was ist denn die Mehrzahl von Fleisch? Das Fleisch? Die Fleische? Die Fleisch? Es gibt keine Mehrzahl von Fleisch. Die Fleisch? Es gibt keine Mehrzahl von Fleisch, weil Fleisch an sich ist ja schon ein Sammelbegriff. Also... Es gibt keine Mehrzahl von Fleisch. Das ist krass. Der Fleisch vor allem, das Fleisch und die Fleischer, also die Fleischer, keine Ahnung, gibt's nicht. Montcrane Friedhof, aha, waren wir schon mal? Ich glaube nicht, es sind auf jeden Fall Gegner, aber ich sehe halt hier jetzt gerade keine Mission und kein Fragezeichen, deswegen habe ich eigentlich gerade keinen Bock gegen die zu kämpfen, aber ich würde wenigstens einmal durchrennen wollen und gucken, ob irgendwas Interessantes ist. Hallo. Renn weg, du willst nicht kämpfen. Also ich will nicht kämpfen. Hier ist noch eine Ruine. Ritter in Not. Ach, da ist direkt das nächste Fragezeichen, oder was? Ach nee, das ist da, wo ich hin wollte. Ach, ich bin dumm, ey. Ich bin echt dumm. Das heißt, als nächstes gehen wir dann hier hin. Hoffentlich schaffen wir es, den zu retten. Mir bleibt keine Wahl. Du weißt, um dich einzuhauen. Auf einen. Lass ihn nicht entkommen. Ja. Ah, da haben wir unserem Ritter direkt geholfen, weil der eine Bandit angefangen hat zu brennen und er nicht mehr wehren konnte. Hat auch nicht wirklich viel Energie verloren. Oh, geköpft. Das vergesse ich dir nicht. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Eine Zwiebel, sehr gut, weil unsere Zwiebeln werden mittlerweile knapp. Wir haben nur noch 30 Stück.
Ach, noch eine Zwiebel. Zwiebelbande wieder. Einwandfrei, ey. Perfekt. Bouclair-Satteltaschen. Die sind, denke ich, relativ viel wert. Gegrillte Schweinefleisch und Philiberts Anweisungen. Was macht denn der? Der lootet wohl selber irgendeine Leiche. In der Nähe von Mount Crane treiben sich einige Idioten rum. Sie schimpfen dich zwar fahrende Ritter, aber meiner Meinung nach sind das nur fuseltrinkende Halunken. Keine Ahnung, was sie hier wollen, denn es gibt keine Windmühlen, die sie bekämpfen könnten, aber diese hohlen Wadenbeißer kommen immer auf die abenteuerlichsten Ideen. Egal, was sie auch wollen, wir müssen sie aufhalten. Die beste Art, sich um einen fahrenden Ritter zu kümmern, ist, ihm den Kopf abzuschlagen. Jeder, der mir einen solchen Kopf bringt, kann sich über einen breigefüllten Beutel mit Münzen freuen. Ihr wisst, dass Philibert Vierfinger keine leeren Versprechen macht. Ich kann hart, aber auch sehr großzügig sein. Aha. Ja, lootet gerade einen Freund, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie viel Gewicht ich gerade habe. Ich guck mal nach. 98,160. Wir können also mitnehmen. Wir können also mitnehmen. Stressfrei. Noch irgendwas Interessantes hier? Sieht nicht so aus. Dann weiter zum nächsten. Ich sag ja, es geht voran. Noch ein paar Ruinen. Was auch super geil wäre, wäre es, wenn es ein Spiel geben würde von Witcher, also quasi ein Prequel, nicht mal unbedingt mit Geralt, sondern einfach von irgendeiner Person, von mir ist ein anderer Hexer oder so, der halt in der Zeit spielt, wo diese Ruinen noch richtige Gebäude sind. Also was halt einfach wirklich schon hunderte oder tausend Jahre vorher spielt und wo man dann, wenn man die Karten vergleicht, erstens, die neuen Gebäude sind dann nicht dabei bei der alten Karte. Und da, wo die Ruinen sind, sind dann halt die aktuellen Gebäude aus der Zeit. Und natürlich gibt es da noch Gebäude, die halt einfach mittlerweile komplett weg sind, wo man nicht mehr wusste, dass die da irgendwo existiert haben. Aber das wäre dann mal super cool. Oh, ich muss gleich niesen, Moment. Normalerweise muss ich immer zweimal niesen, interessant. Ich habe nur einmal genießt, das bedeutet... Keine Ahnung, was bedeutet. Ist ungewöhnlich. Für mich zumindest. Banditenlager, hallo. Oh ja, komm her. Zuerst du mit deinem Scheißbogen, ey. Wenn du nicht wieder rumnervst. Verlieren wir den Nerv. Komm her. Komm schon. Sorry. Aber so bringe ich die Leute um. Ich dachte, gegen euch habe ich keine Chance. Anscheinend doch. Ich stehe mit einer Kette. Wo sind denn meine Zwiebeln? Na also. Man muss nur laut danach schreien, dann bekommt man sie auch. Nice. Das ist ja auch irgendwie so ein YouTube-Ding gewesen. So, das... So eine Aufgabe, wie viel man von einer großen Zwiebel essen kann. Dann gibt es halt Videos, wo man sieht, wie die Leute halt irgendwie Zwiebeln haben und die im Ganzen essen. Also natürlich geschält die Zwiebeln, aber trotzdem halt versuchen halt so viel wie möglich zu essen. Es gibt natürlich irgendwelche Verrückten, die essen so eine Zwiebel dann komplett auf und andere, die schaffen es halt nicht. Wozu ich wahrscheinlich gehören würde. Ich denke, reinzwingen kann ich es mir schon, aber ich hätte einfach dann irgendwann keinen Bock mehr. Vielleicht, weiß ich nicht. Wäre dann einfach zu eklig. Fettbefleckte Notizen haben wir gegessen oder was? Nur ein Teil der Notizen ist leserlich. Weiterhin kaum Beute. Seit einer Woche haben wir nicht mal einen streunenden Köder auf der Hauptstraße gesehen. Seit der letzten Karawane mit Speck für die Arbeiter im Steinbruch haben wir nichts rauben können. Einfach gar nichts. Zum Glück haben wir uns dann nochmal einen Bauch angefressen, der uns durch die harten Zeiten bringen mag. Aber wenn diese harten Zeiten noch lange dauern, werden wir mehr essen müssen, als wir plündern können. Und da glauben die Leute, das Banditenleben wäre nichts als Wein, Weib und Gesang. Ich hätte auf Mama hören und die Schule beenden sollen. Oder wenigstens damit anfangen. Morgen gehen wir zurück zum Mount Crane. Wir werden uns einen neuen Platz suchen müssen. Die Jungs haben vom Rumsitzen schon wunde Ärsche. Interessant, dass er so gut schreiben kann, obwohl er nicht mal in die Schule gegangen ist. Also, der muss ja ziemlich schlau gewesen sein oder sich sehr viel Zeit genommen haben, um selber zu lernen. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Was soll ich machen? Achso. Ich dachte, es wäre gerade ein weiterführendes Quest gewesen, aber nee. Gut, dann würde ich sagen, reiten wir da noch hin und dann machen wir eine neue Aufnahme.
Dann würde ich denken, dass wir sogar nächstes Mal durch sind mit den Fragezeichen. Ja, nee, es sind doch noch einige. Vielleicht, und manche dauern ja echt länger. Also wir werden noch zwei Folgen brauchen. Also die nächste und die übernächste. Und dann denke ich, sind wir durch mit den Fragezeichen. So, würde ich sagen, wir speichern mal. Machen hier einen Cut. Nächstes Banditenlager. Die haben uns auch schon gesehen. Was soll's? Bis zum nächsten Mal. Euer Pax ist Daumen nach oben.